Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Anjas Gartenreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Tja, ihr Lieben, heute ist der erste Tag, wo es mal nicht so extrem die Sonne brennt. Heute ist ein bisschen bewölkt, aber leider gibt es immer noch keinen Regen bei uns. Schon seit mehreren Wochen wieder komplett trocken. Zum Heumachen war das natürlich ein super Wetter. Wie Daniel bei uns hier Heu gemacht hat, seht ihr in diesem Video. Und natürlich auch meine anderen Gartenarbeiten seht ihr alle jetzt, die ich so gemacht habe und die ich jetzt noch mache. Ich werde heute auch den Tag noch mal nutzen, um richtig viel zu pflanzen. Wenn die Sonne mal nicht so brennt und es mal ein bisschen bewölkt ist, der Wind mal ein bisschen geht, es ist schon sehr angenehm. Leider muss ich jetzt wieder sehr viel Zeit mit dem Gießen aufwenden. Gerade die ganz frischen Aussaaten müssen ja regelmäßig feucht gehalten werden. Und das raubt mir schon ziemlich viel Zeit am Tag. Tja, ihr Lieben, ich will jetzt gar nicht mehr länger reden. Seht selbst. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video und wir sehen uns wie immer gleich nochmal wieder. Beginnen möchte ich heute mal mit unserer weißen Seidenhuhnglucke. Die hatte ja so prima ihre Küken ausgebrütet und einige sind ja noch im Brutautomat geschlüpft. Und ihr seht hier von unserer bunten Gruppe eine ganze bunte Mischlingsschar an Küken. Freut mich sehr gut, sie entwickeln sich prima. Auch das Allerkleinste hat es bisher geschafft. Ja, und tagsüber sind sie hier in dem großen Auslauf. Leider kann ich sie nicht frei rennen lassen wegen der Katzen. Die sind wirklich scharf auf die Kleinen dieses Jahr und deswegen ist es besser, sie sind hier geschützt. Und ja, sie entwickeln sich wirklich gut. Ja, und da ist auch das kleinste Küken, was wir ja so ein bisschen gepäppelt hatten. Und das läuft auch noch mit rum. Mal gucken. Also es wächst nicht ganz so wie die anderen. Man sieht deutlich den Unterschied, aber ich hoffe, dass das noch wird. Und auch unserem Hahn geht es sehr viel besser. Er ist immer noch separiert von den anderen. Er läuft jetzt immer bei den Küken rum und legt sich mit an den Stall dazu, hier an den Auslauf. Er wechselt immer zwischen dieser Glucke und einer anderen Glucke. Das ist immer ganz witzig. Also er hat hier die Riesenwiese für sich und hier sieht man ihn wieder im Hintergrund hier rechts rumlaufen. Ja, also das klappt ganz gut und bis wir eine Lösung für die anderen beiden Hähne gefunden haben, bleibt er erstmal hier separiert. Und wenn die anderen Hähne dann weg sind, dann kommt er wieder mit zu seinen Hennen in die große Gruppe hinein, denn wir wollen ihn auf jeden Fall behalten. Und ab und zu geht er auch vor in den Garten und schaut, was es da alles so zu holen gibt. Die Hähne, die scharren nicht so viel, deswegen können sie nicht so viel kaputt machen. Ja, sieht doch einfach schön aus, so im Garten noch so ein hübscher Hahn. Und ja, also ich habe ihn schon sehr ins Herz geschlossen. Das ist wirklich ein ganz, ganz lieber Kerl und der geht auf jeden Fall bald wieder zurück zu seinen Hühnern. Und zurück auf der Streuobstwiese haben wir jetzt zum ersten Mal gehauen. Das heißt, vor Pfingsten hat Daniel hier mit der Motorsense erstmal die Wege und auch die größeren Flächen befreit vom Gras, also das Gras gehauen. Wir haben uns aber dafür entschieden, unter den Bäumen auch noch Gras stehen zu lassen. Einfach wegen der Trockenheit, weil es schon wieder nicht regnet.
und der Boden natürlich mit höherem Bewuchs besser beschattet wird, die Feuchtigkeit besser gehalten werden kann und sich auch der Tau besser sammeln kann. Zumindest ist das jetzt mal eine Vorgehensweise, die ich jetzt gern mal ausprobieren möchte. Einfach unter den Bäumen auch mal ein bisschen höheres Gras stehen zu lassen, bis zum Herbst wahrscheinlich, damit sich dort auch immer mehr Tau sammeln kann und eben, wie gesagt, der Boden besser beschattet ist. Zwischen den neu gepflanzten Reihen haben wir allerdings auch gehauen und wir hatten einfach die Idee, wir machen gleich Heu, denn es hat ja schon wieder nicht geregnet. Es war also ideales Wetter, um eben auch gleich das Gras super trocknen zu können. Innerhalb von 3 Tagen war das wirklich trocken und so konnten wir über Pfingsten hier gut Heu machen. Und ihr seht hier alles gemäht, alles schön, richtig schön. Zur Nacht haben wir es immer wieder zusammengezogen zu solchen kleinen Häufchen und tagsüber ausgebreitet, sodass es schön trocknen kann. Und dann konnte Daniel das auch schon nach 4 Tagen einholen. Das heißt, 3 bis 4 Tage muss das trocknen. Wir haben es 4 Tage gemacht und dann konnte es auch schon eingeholt werden. Und jetzt haben wir 2 große Big Bags voll mit unserem eigenen Heu. Was wir natürlich auch sehr, sehr gut im Winter dann für unsere Kaninchen verwerten können. Hier im Garten gibt es jetzt natürlich jede Menge zu tun mit der Pflanzung. Und zwar habe ich mir besonders trockene Beete herausgesucht, die ich jetzt mit meinem Kaninchenmist hier bedeckt habe, sodass der Boden schön bedeckt ist. Und da habe ich jetzt zum Beispiel Kürbisse und Zucchini reingepflanzt. Hier ist jetzt eine Zucchini zu sehen. Das ist eine sehr starkwüchsige Sorte, die Costatus Romanesco. Die macht wirklich sehr, sehr schmackhafte Früchte. Und die Zucchinis, die Früchte, die sind so ein bisschen gerippt, sehen die aus. Und ich mag diese Sorte wirklich sehr, sehr gerne. Die macht ganz, ganz große Blätter und auch sehr große, schöne, leckere Früchte. Und die habe ich jetzt hier im Mandala-Beet angesiedelt, auf eben einem Beet, was immer sehr, sehr trocken ist. Und diese Beete, wie gesagt, habe ich mit sehr viel Mist angereichert und habe jetzt auch zusätzlich noch ein bisschen Wolle mit ins Beet gegeben, denn auch die Wolle kann Feuchtigkeit im Boden sehr gut halten und speichern und lockert auch den Boden auf, verändert die Bodenstruktur. Wir haben ja sehr harten Lehmboden und wenn der trocken wird, dann ist der hart wie Beton. Und das ist natürlich eher schlecht für die zarten Wurzeln des Gemüses. Und deswegen packe ich hier mein Gemüse so in Mist ein. Und ich meine, gerade Zucchini und Kürbisse können das ja gut gebrauchen. Hier im Beet befindet sich auch noch eine Mariendistel und jede Menge Ringelblumen, aber auch Gräser. Und das Gras ist wirklich das, was ich einfach entferne. Gras wird entfernt, die Distel lasse ich stehen, das mache ich immer so nach Gusto. Manchmal lasse ich Dinge stehen, manchmal nehme ich es weg. Und die Ringelblumen, die kann man dann auch später noch ein bisschen vereinzeln und kann sie auch als Mulch wieder aufs Beet einfach liegen lassen, wenn man sie rauszieht, oder eben als Gründüngung verwenden. Also Ringelblumen, die habe ich auch sehr, sehr gerne und die sahen sich ja bei mir immer wie verrückt von selbst aus. Ja, vor dem Mandala-Beet, da ist noch ein Beet, wo ich jetzt auch immer Kürbisse oft drauf hatte. Und hier ist noch alles komplett zugewachsen mit Gräsern, aber auch hier mit so verschiedensten Beikräutern. Und die habe ich jetzt erstmal rausgemacht und habe mir gedacht, gut, ich mache dieses Jahr hier auch mal schön Mulch drauf und packe mir hier noch einen Kürbis rein und 3 Buschtomaten, also Wildtomaten.
Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe erst das ganze Beet natürlich gesäubert. Es ist halt, wie gesagt, schon wieder extrem trocken. Deswegen ging das relativ einfach. Natürlich muss auch dann wieder schön tiefen gelockert werden. Das habe ich vorher alles vorbereitet. Auch mit der Broadfork und mit der Grabegabel. Und jetzt seht ihr, wie ich jetzt hier hinten diesen Kürbis einbuddle. Das ist ein ungarischer Blauer. Da hatte ich mal den Tipp bekommen von einer Zuschauerin, die hatte gesagt, der ungarische Blaue ist so toll. Das hatte ich mir mal gemerkt und den hatte ich jetzt gefunden, eben beim Saatgut durchstöbern. Und dann habe ich mir mal Samen bestellt, der ist sehr gut aufgegangen. Da habe ich jetzt zwei Pflanzen von diesem Kürbis und hier ist jetzt eine, die ich jetzt hier auch wieder mit etwas Wolle auch wieder in den Boden bringe. Und hier seht ihr jetzt noch die drei Buschtomaten, die drei Wildtomaten, die können dann hier schön wachsen, für die Kinder auch zum Naschen. Also Wildtomaten sind immer toll, einfach auch zum Naschen, denn da hängen so viele Früchte dran und die sind so zuckersüß. Ich mag die einfach richtig gerne. Beim Angießen ist es wichtig, gerade bei Kürbisgewächsen, also Gurken und Kürbissen und Zucchini, darauf zu achten, dass es handwarmes Wasser ist, also das Wasser sollte nicht zu kalt sein. Und hier gieße ich jetzt auch nochmal mit meiner Mistjauche an. Ich hatte mir ein paar Kaninchenkötteln mit Regenwasser eingeweicht und damit gieße ich jetzt hier. Ja, abends müssen natürlich die Katzen gefüttert werden. Hier seht ihr, die Falle steht immer noch da. Verkehrte Welt. Ja, die Schwester von Miezi Maus sitzt in der Falle und Leo frisst hier auch. Den werden wir jetzt auch bald einfangen. Endlich nächste Woche soll es soweit sein. Und mal gucken, ob es klappt. Tja, hier seht ihr mich. Hier packe ich meine Gurken ins Beet. Ich hatte hier schon ein bisschen mit Rasenschnitt gemulcht vorher. Und jetzt, ja, buddel ich hier auch wieder Löcher, wieder ein bisschen Wolle unten rein und dann kommen die Gurken da rein. Das ist hier die Vorgebirgstraube. Das sind also so kleine Gürkchen, Einlegegurken, die dann da wachsen. Hoffentlich viele, denn wir lieben Gurken und wir essen die auch super gerne roh. Und ich werde dieses Jahr wahrscheinlich keine Gurken einkochen. Wir haben noch etliche Gurkengläser aus dem letzten Jahr. Und ich werde dieses Jahr wirklich nur Salzgurken machen, also Gurken fermentieren und eben ganz, ganz viele roh essen. Im Folientunnel sieht es noch nach sehr viel Arbeit aus. Ich habe hier jetzt ca. 30 Tomatenpflanzen gesetzt, sehr viele Paprikapflanzen, aber auch Salate als Unterpflanzung, Basilikum und auch vor dem Folientunnel sind jetzt hier Tomaten eingezogen und als Unterpflanzung Petersilie. Und ihr seht, wie pulvertrocken die Erde schon wieder oben auf ist. Ich bin froh, dass die Bodenfeuchte noch halbwegs gegeben ist. Ja, und deswegen ist auch das Mulchen wirklich so wichtig. Hier pflanze ich jetzt Hokkaido-Kürbisse ein. Da habe ich insgesamt 5 Pflanzen gesetzt. Und später seht ihr auch noch die Butternut-Kürbisse. Da habe ich 3 Pflanzen gesetzt. Also Kürbisse sind mir immer sehr wichtig. Das ist ein super Wintergemüse, vor allen Dingen, weil sich Kürbisse so gut lagern lassen. Ich pflanze bevorzugt Hokkaido und Butternut, weil die eben eine sehr, sehr lange Lagerfähigkeit haben. Wir haben jetzt noch Anfang Juni immer noch Hokkaido-Kürbisse aus dem letzten Jahr, die noch gut sind im Keller.
Und daran kann man wirklich gut sehen, wie lange die wirklich haltbar sind. Und auch die Butternut-Kürbisse sind sehr lange haltbar, auch bis Juni, Juli, also fast bis zur nächsten Ernte wieder. Und ja, da zeigt sich schon, es ist ein ideales Selbstversorgergemüse und vor allen Dingen, ja, wenn man diese kleinen Früchte hat, dann ist es eben immer portionsweise sehr gut als diese großen Früchte. Bei den großen Kürbissen hatte ich bisher die Erfahrung, dass die nur bis Dezember, Januar ungefähr haltbar sind. Und dann hat man natürlich auch so einen Riesenkürbis zu verarbeiten und muss das dann eben in einem Schwung machen. Und so bei den kleineren Kürbissen hat man eben immer portionsweise ein bis zwei Kürbisse, die man sich dann eben pro Mahlzeit machen kann. Hier sind jetzt die Butternut-Kürbisse. Die habe ich ganz hinten am Kartoffelbeet gepflanzt, am Kartoffelacker dort ganz hinten bei uns im Garten. Und da seht ihr im Hintergrund auch schon die Erbsen hochkommen. Die habe ich ja erst recht spät gepflanzt und ihr seht, wie trocken die Erde schon wieder ist. Es stiebt und staubt und deswegen mulchen, mulchen. Das werde ich auch bei den Butternut-Kürbissen noch nachholen. Die bekommen auch nochmal Kaninchenmist oben auf. Und hier seht ihr das, hier sind Erbsen am Zaun gepflanzt und dahinter Futterrüben und dahinter steht der Knoblauch und da ist dann das Beet mit dem ganzen Wurzelgemüse. Das zeige ich euch dann auch gleich noch. Ja, und weil ich noch keinen Mulch hatte hier in dem Fall, habe ich meine Futterrüben hier erstmal gehackt oder hier so ein bisschen durchgegrubbert. Einfach damit die Kapillarenschicht oben unterbrochen wird, damit die Feuchtigkeit besser im Boden bleibt und das Gemüse besser ins Wachstum kommt und hier ein bisschen Luft in den Boden kommt. Ihr seht, es ist dann alles immer so verkrustet obendrauf, also es ist wirklich nicht schön. Und das ist auch ein gutes Anzeichen, dass wirklich organisches Material hier in den Boden muss, damit auch das Wasser besser gehalten werden kann und der Boden einfach lockerer wird. Und ja, hier habe ich jetzt praktisch erstmal, wie gesagt, den Boden aufgelockert und dann werde ich später auch noch hier mulchen, das zeige ich euch dann auch gleich noch. Hinter den Futterrüben ist hier der Knoblauch links im Bild zu sehen. Hier vorne blüht der Beinwell wunderschön. Und hier ist ja das ehemalige Kartoffelbeet, ist ja dieses Jahr Wurzelgemüse. Und hier seht ihr, in dem Beet war leider ein Fuchs drin und hat mir ein bisschen was zerwühlt. Ich denke, wegen der Wühlmäuse, die sich eventuell unter dem Beet befinden. Der Knoblauch steht wunderbar, wie ich finde. Sieht richtig toll aus. Die Wege habe ich ein bisschen mit Stroh gemulcht. Und hier seht ihr rote Beete, Zwiebeln und Möhren. Und hier kommt auch so ein bisschen rote Melde mit zwischendrin auf. Ich finde, das sieht immer total schön aus. Und natürlich ist eine super Mischkultur, Zwiebeln mit Wurzelgemüse gemischt, das mache ich immer so, Zwiebeln mit rote Beete und Zwiebeln mit Möhren. Und hier bin ich aber schon dabei, auch regelmäßig zu wässern. Hier hatte ich ja reichlich Kompost oben aufgegeben und dann direkt in den Kompost hinein die Steckzwiebeln gesteckt und auch die Möhren und die rote Beete gesät. Und ihr seht, es sieht ganz gut aus, wie ich finde. Aber natürlich muss ich jetzt auch das Beikraut entfernen, wie zum Beispiel hier seht ihr das. Und die kleinen jungen Beikrautpflänzlein, die lasse ich gleich direkt oben auf dem Beet liegen. Die werden dann wieder zu Mulch, also die verrotten dann wieder. Und manch ein Pflänzlein lasse ich auch stehen, wie zum Beispiel die rote Melde. Die wächst dann einfach zwischen den Zwiebeln oben durch und wird sehr hoch. Aber auch Beinwell oder Königskerze, genauso wie Rauke, lasse ich gerne stehen zwischendrin. Manchmal pflanze ich sie um, manchmal lasse ich sie stehen. Hier steht sie zum Beispiel sehr, sehr gut am Rand und da kann ich das alles sehr gut stehen lassen. Das heißt also, ich schaue schon genau, welche Pflanzen da in meinem Beet mitwachsen. Einige dürfen weiter wachsen, einige eben nicht. Und ja,
das mache ich so ganz nach Gusto. Hier seht ihr, ist jede Menge Rucola oder wilde Rauke aufgekommen. Aber Disteln müssen bei mir immer weichen. Das heißt, ich habe ein paar wilde Ecken im Garten, wo Disteln auf jeden Fall kommen. Ich habe ja auch die wilde Karde im Waldgartenbeet ausreichend stehen. Aber im Beet möchte ich hier die Distel nicht haben. Hier bin ich gerade dabei, so ein paar Möhrchen noch ein bisschen zu vereinzeln. Das muss natürlich auch gemacht werden noch. Und ja, Disteln und Gras und auch hier ein paar Kartoffeln. Die möchte ich hier auch nicht mehr haben. Die kommen auch raus. Hier sollen jetzt die Möhren wachsen. Und nochmal zurück zur Wildobsthecke hier an der Streuobstwiese. Die hatte ich ja vor 4 oder 5 Jahren gepflanzt und ihr seht hier, das Gras steht jetzt richtig hoch, wirklich einen Meter hoch. Und hier ernten wir, sensen wir ab und zu Frischfutter für die Kaninchen, deswegen bleibt das Gras jetzt erstmal noch stehen. Und eventuell wird es auch dann als Mulchmaterial für die große Hecke verwendet. Und ja, es wird recht viele Früchte geben. Wir haben auf jeden Fall Pflaumen am Baum. Wir haben reichlich Birnen am Baum. Ich hoffe einfach, dass wieder Regen kommt, sodass auch die Bäume ihre Früchte nicht werfen. Denn das kann auch noch passieren, wenn es zu lange zu trocken ist, dass eben dann die Bäume auch noch Früchte werfen. Aber hier sieht es wirklich sehr, sehr gut aus bei den Bäumen, bei den Birnen, aber auch bei den Äpfeln haben wir richtig, richtig viele Früchte drauf. Ja, bei einigen Bäumen werde ich auch ein bisschen ausdünnen müssen, weil einfach viel zu viele Früchte drauf hängen. Ansonsten werden die Früchte halt sehr, sehr klein. Ich muss mal schauen, ob ich das mache. Ich denke aber, es werden auch noch einige Blüten abfallen und auch einige kleinere Früchte werden noch abfallen. Und wenn es wieder lange trocken werden sollte, kann es natürlich sein, dass der Baum noch mehr Früchte eben runterfallen lässt. Aber mal schauen, auf jeden Fall werden wir sicherlich wieder Apfelsaft in diesem Jahr machen können. Und die Heckenrosen blühen jetzt wunderschön. Ich habe hier Kartoffelrosen und auch andere Wildrosen mit in meine Hecke gepflanzt. Und die blühen jetzt richtig toll. Und nochmal zurück zum Mulchen. Ich frage immer meine Nachbarn, ob ich eventuell ihren Rasenschnitt bekommen könnte. Und gerade der Rasenschnitt, der schon ein bisschen abgelagert ist, den nehme ich gerne zum Mulchen von frisch gepflanzten Bäumen und Sträuchern. Also ich pflanze ja eigentlich jeden Herbst wieder neue Bäume und Sträucher. Und die bekommen dann immer eine Ladung Mulch, entweder Hackschnitzel oder eben ja diesen Rasenschnitt kann man auch gut nehmen. Vielleicht habt ihr ja auch Nachbarn, die vielleicht sogar dankbar wären, euch ihren Rasenschnitt geben zu können. Ja, ich hatte ja in einem anderen Video schon mal angesprochen, dass wir im Teich ein paar Probleme hatten mit den Fadenalgen. Also viele haben mir geschrieben, das seien Fadenalgen, die sich bei uns so breit gemacht haben. Und da habe ich jetzt dann doch mal ein paar Minuten mir Zeit genommen und habe schon einiges an den Fadenalgen rausgeholt, aber auch einiges an Bewuchs. Denn einige haben ja auch geschrieben, dass der Teich nicht so stark bewachsen sein soll, damit er eben auch nicht umkippt und eben auch nicht so viel organisches Material sich absenkt. Und deswegen habe ich jetzt wirklich mal ja, ein bisschen Zeit genommen und habe ein bisschen was von Bewuchs auch rausgeholt. Und ja, ich bin jetzt
mehr zufrieden. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Es fehlt wieder Kies an den Rändern. Da guckt die Folie raus. Das muss auf jeden Fall behoben werden. Und auch die Randbepflanzung ist nicht ganz optimal. Da werde ich wohl im Herbst dann nochmal einen kleinen Einsatz machen und noch ein paar Stauden nachpflanzen. Der Frauenmantel, der gedeiht hier ganz gut. Und auch hier seht ihr die Brunnenkresse, die wächst hier schön. Ihr seht, der Frauenmantel blüht hier auch schön. Und was sich hier stark ausgesamt hat, ist der Blutweiderich. Da bin ich auch sehr froh. Der kommt hier überall. Das heißt also, irgendwann wird hier einfach rundherum schön Blutweiderich überall stehen. Der blüht ja dann erst im Juli, August rum. Und ja, das ist echt total toll. Jedes Jahr kommen immer mal wieder ein paar neue Stauden dazu. Und ihr seht hier die kleinen Weiden, die wir hier eigentlich nur als Zaunbegrenzung um den Teich gesteckt haben. Die sind ja alle gekommen und ausgetrieben und die treiben jetzt auch wieder schön hier. Und auch der Nelkenwurz, der blüht noch so ein bisschen. Ja, also Teich ist schon was Tolles, vor allen Dingen, weil wir wirklich hier eine große Vogeltränke haben und regelmäßig Vögel hier bei uns zum Trinken kommen, aber auch Insekten. Und dann kann man die natürlich super gut beobachten. Und auch die Staudenbeete sind immer schön. Allerdings, ja, die Iris, die verblüht jetzt schon langsam wieder. Es ist einfach schon wieder zu heiß. Die Sonne brennt schon wieder sehr. Der Salbei blüht jetzt wunderschön. Ich habe ja so einen rosa blühenden Salbei auch. Und dieses Jahr ist auch ganz toll der Wein. Also hier zum Beispiel ist eine Weinrebe, die wir hier am Hühnerauslauf haben. Und die hängt wirklich voll mit diesen Blüten hier. Das heißt also, Wein werden wir dieses Jahr wirklich sehr, sehr viel haben. Da freue ich mich sehr drüber. Und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen was zum Thema Mulchen. Wir mähen ja nur unsere Wege. Wir müssen die Wege natürlich, auf denen wir laufen, die mähen wir im Sommer. Und da verwende ich dann eben auch den Rasenschnitt eben direkt in den Gemüsebeeten als Mulch und mulche damit eben wie zum Beispiel hier, hattet ihr ja vorhin gesehen, habe ich ja die Futterrüben gehackt, dann habe ich die hier ein bisschen gegossen und jetzt kommt hier der Mulch drüber und damit einfach der Boden wieder schön bedeckt ist und nicht so schnell austrocknet. Die Skabiose oder die mazedonische Witwenblume, das ist so die erste mit im Jahr, die so wunderschön blüht. Die ist dann auch relativ schnell wieder verblüht. Ihr seht auch hier der Weißklee. Ich möchte ja auch meine Wege immer mehr mit Klee halten, weil da natürlich auch wieder der Boden bedeckt ist und geschützt ist und auch anderes Beikraut schlechter wachsen kann. Aber ja, im Waldgartenbeet hier diese Stauden, das ist halt auch das Schöne, die mazedonische Witwenblume. Sie kommt immer und immer wieder, jedes Jahr. Sie samt sich sehr, sehr gut selber aus und damit hat man einfach dann ganz wenig Arbeit. Und überall wird jetzt kräftig gemulcht, auch zwischen den Salaten zum Beispiel. Also Salate mögen es überhaupt nicht, so in der Hitze zu stehen. Sie schießen dann sofort in den Samen. Die Blätter werden einfach bitter und das schmeckt einfach nicht mehr. Ja, und auch die Bohnen, die ich ausgesät hatte, die hatten wir ja auch zusammen in einem Video ausgesät. Die hier an dem Ranggerüst stehen, das sind also die Kletterbohnen, das ist die Blauhilde und auch die bekommen von mir eine dicke Mulchschicht.
Also wir haben in diesem Jahr wirklich ganz wenig Schnecken und das ist auch schon ein Zeichen davon, dass es wieder sehr trocken wird. Zumindest war das immer in den letzten Jahren so. Wenn es viel Schnecken gab, wurde es auch ein schönes nasses Jahr. Wenn es schon von vornherein wenig Schnecken gab, dann wurde es auch ein sehr trockenes Jahr. Zumindest ist das mein Erleben, meine Erfahrung hier bei mir im Garten. Und deswegen muss der Boden ordentlich bedeckt werden. Mittlerweile bin ich mit dem Folientunnel so gut wie fertig. Ich möchte noch ein bisschen mulchen, später noch mit Stroh werde ich das tun. Aber man sieht auf jeden Fall, dass es den Tomaten schon sehr viel besser geht. Das heißt, die Tomaten waren ja schon sehr gelb bei mir geworden in den Töpfen. Aber man sieht jetzt, der Neuaustrieb oben heraus wird schon jetzt richtig schön dunkelgrün. Und man sieht hier auch schon den kleinen Basilikum in der Mitte vorschauen. Also ja, es wird langsam. Die Tomaten erholen sich und wachsen jetzt auch. Also sie beginnen wirklich jetzt kräftig zu wachsen. Und ihr seht auch hier eben wieder Mulchen mit Kaninchenmist oder Stroh. Alles, was ihr so da habt, finden könnt. Man könnte auch ein bisschen mit Wolle mulchen. Und hier seht ihr auch die kleinen Salatpflanzen, die ich hier noch dazwischen gepflanzt habe. Und auch Kohl, und zwar an den Rändern im Folientunnel. Da pflanze ich sehr gerne Kohl hin. Hier seht ihr zum Beispiel Kohl, Tomate, Salat und hier auch nochmal Basilikum. Und so mische ich das sehr, sehr gerne. Und so sieht es jetzt aus. Ich habe noch ein bisschen was hier zu tun. Ihr seht, hier vorne ist auch noch einiges, was noch gemacht werden und bepflanzt werden muss oder ausgesät werden muss. Und unsere Kartoffeln sind mittlerweile auch draußen, zumindest einige. Aber hier war auch der Fuchs drin und hat uns hier einige Löcher in den Mulch gebuddelt. Ihr seht, das hier ist total zerlöchert. Ja, es wird aber auch wieder zuwachsen und das wird sich erholen, denke ich. Und noch ein kleines Update von den Kaninchen. Ihr seht, die profitieren natürlich jetzt hier von dem vielen tollen Gras, von der Streuobstwiese. Und sie dürfen jetzt auch regelmäßig raus in ihren Auslauf. Den haben wir nochmal zusätzlich gesichert, damit sie nicht so viel buddeln. Haben noch ein paar Bretter unten ausgelegt. Aber so können sie halt auch wirklich regelmäßig raus und können sich dort richtig schön in den Schatten legen, denn dort auf der Nordseite, wo der Auslauf ja ist von der Voliere, dort ist es wirklich gerade in der Mittagszeit immer schön schattig und dort können sie sich schön ausruhen, denn Kaninchen sind wirklich ziemlich hitzeempfindlich, sehr kältetolerant, kälteresistent, also sie fühlen sich dann eher bei kühleren Temperaturen wohler, aber wenn es zu heiß ist, dann brauchen sie auf jeden Fall Schutz vor der Sonne und vor der Hitze und das haben sie bei uns wirklich dadurch ziemlich gut.
So ihr Lieben, es ist jetzt Abend. Morgen früh werdet ihr das Video sehen. Ich mache jetzt noch hier das Gewächshaus fertig, werde dann noch das Video schneiden. Das zieht sich bei mir meistens Samstagabend bis in die Nacht rein. Wenn ich Glück habe, bin ich so 12:30 fertig mit dem Schnitt. Wenn ich Pech habe, sitze ich bis 2:30. Also jeden Samstagabend könnt ihr an mich denken, da ist mein Schnitttag. Deswegen sind meine Videos eigentlich immer ziemlich aktuell. Denn ja, ich mache das jede Woche so, wie es geht. Anders kriege ich es leider nicht hin. Zurzeit ist auch wieder ganz, ganz viel los bei uns familiär. Es war jetzt Kindertag, da haben wir viel unternommen. Und deswegen, ja, ich komme zurzeit gar nicht weiter zum Kochen. Und deswegen, ja, es ist gerade echt richtig, richtig viel los, weil ich möchte jetzt erstmal alle Beete bestellt haben, denn die Verarbeitungszeit geht jetzt bald los. Das heißt, jetzt kommen die Holunderblüten, die sind jetzt schon da. Wenn ihr euch für das Video interessiert, wie ich mein Holunderblütengelee mache, den Holunderblütensirup und auch Holunderblütentrockne für den Tee, denn das werde ich dieses Jahr hauptsächlich machen. Das Video verlinke ich euch auch gerne nochmal hier oben und dann könnt ihr da gerne mal schauen, wenn euch das interessiert, denn jetzt ist die Holunderblütenzeit. Also geht raus und sammelt euch Holunderblüten, denn auch für den Winter als Tee, wir haben in diesem Winter ganz viel Holunderblütentee gemischt mit Minze getrunken. Das hat uns sehr gut gemundet und das wirkt auch recht gut antiviral, antibakteriell und ja, einfach toll auch bei Erkältungen. Und ja, ihr Lieben, ich genieße jetzt noch diesen herrlichen Abend. Und dann werde ich mich ans Video schneiden machen für den Film morgen früh. Und jetzt sage ich erstmal Tschüssi. Herzlichen Dank wieder für eure tollen Kommentare. Entschuldigt bitte, dass ich kein Rezept geschafft habe, aber ich denke, ihr könnt das verstehen. Es ist gerade echt richtig viel. Und ich verspreche euch, dass ich auf jeden Fall in kommenden Videos wieder auch Rezeptideen mit reinpacke. Ja, und jetzt erstmal Tschüssi und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.